Der König der Relegation. Das Thumbnail hat mich auf jeden Fall sehr angesprochen, bin ich ehrlich. Das hat mir das gefällt mir. Rein da. Haben wir Sound das 64 dabei? Ja, nice. Was ist das es? Game. NNO ist Erstligist. Wir haben es actually geschafft. Oh my fucking God. Tony Dogger schreibt Geschichte. Tony Dogger steigt auf. Das kann nicht sein. Reverse sweep. Das kann nicht sein. NNO hat. Ich glaub das nicht. Alter. Er sieht aber ziemlich nüchtern aus, dafür, dass er nicht glaubt. Er ist einfach so da so. Ja. Warte. Twitch, muss ich Kani jetzt nicht das tätowieren lassen oder Symbol? Er hat doch irgendwie eine Wette oder irgendein Abkommen auf Twitter gemacht, dass wenn wir die Relegation gewinnen, er sich das NNO-Logo tätowieren lässt. Wer auch immer so eine Wette abschließt, ist ja auch so dumm. Wie kann man sowas ernsthaft machen? Er ist ja so dumm, Kani. Ich bin mit 30 Firstive. Und ich zeige, dass wir uns im Firstive als Ü30-Jähriger immer noch behaupten können. Immer noch behaupten können. So. Also vielleicht. Ich glaube, ich bin einfach hart gefickt. Aber es ist mir egal. Versteht ihr das? Es ist egal. Wir haben gewonnen. We did it! Firstive! Wir sind Firstive, ihr Nutten! Oh yes! War schon sehr, sehr geil. Der Moment war schon sehr, sehr geil. Und damit willkommen zum neuen Maki-Video. Hallo Maki! Ein Spieler machte sich in dieser Series absolut unsterblich. Tolkien also, überlegt jetzt, ob er da wirklich drüber flashen soll. Die Antwort ist absolut nein. Please no. Oh, yeah. Okay, never mind. Du bist eine geile Sau. Oh, der geil, nimmt den Double. Boah, Junge, Tolkien will ja nicht verlieren. Ist der Schrein? Nein. Oh, das war auch sehr geil. Das hat er nicht getan. Der hat sie gerade beerdigt. Das war wirklich sehr geil. Oh mein Gott! Wisst ihr, ich sollte mir von meinem eigenen Narzissmus einfach alles angucken davon. Ich sollte mir Obsessed Cast angucken, Kutscher Sodas, View Party, Johnny's Cast. Ich muss mir eigentlich alles nochmal angucken. Das ist ja. Das wird ja das so geil. Kann nicht sein. Oh mein Gott! Das Wiederbeleben hat mich echt erregt. Mein Penis ist hart geworden. Ja, er wird durch die Hose stechen. Ohne Kontext. Das ist dann alles? Ja, das war danach. Scheiße! Ja. Junge, was sind das für geile Spritzer? Ihr müsst hier aufpassen, dass Tolkien... Das ist ohne Hype nicht lustig. Nach der Series. Das ist ein guter Punkt. Ohne Hype die Angst will ich auch haben. Aber wir bezahlen Tolkien mit sexuellen Gefälligkeiten. Was? Danke. Wait, hört ihr das eigentlich, wenn ich meinen Kopf schüttel? Dann ist jetzt nicht die sexuelle Gefälligkeit, die ich mir vorgestellt hätte. Bröki sagt so, Anni, das tut mir jetzt leid, aber ich werde jetzt meine Hose ausziehen. Und aber ohne irgendwie zu lachen oder irgendeinen Unterton. So. Ich zieh mal eben eine Hose aus. Und dann war so eine awkward Stille für 2-3 Sekunden. Und das Seltsame ist halt auch. Und dann frage ich ihn so ganz vorsichtig. So Träumen, for real. Wir waren die beiden einzigen, als wir im Sommer, als wir kurz vor der Gamescom Ende August im Bootcamp waren, waren die einzigen mit Klimaanlage. Deswegen war es bei denen richtig kalt. Also wirklich kalt. Und jetzt im Oktober, als wir da waren, da hat Brücki einfach die Fenster mal offen gelassen. Es war die ganze Zeit bei denen so kalt und Brücki zieht sich trotzdem die Hose aus. Like, bro, what the fuck? Und dann höre ich sehr nur so seltsam den Zip von seiner Hose. Ja, sehr seltsam. Ein bisschen warm hier. Und als wir das Game dann gewonnen hatten, bin ich so aufgesprungen. Und er hört so, wie mein Stuhl weggeht. Und er so, nein, kann ich muss mich noch anziehen. Und ich so, ah, und bin sofort wieder hinter den Sichtschutz. Oh, fuck, ich bin nackt. Ich bin fucking nackt, Bruder. What the fuck are you doing? Und ihr denkt jetzt, das ist ein Meme. Und das wäre einfach nur jetzt just for fun und ich erzähle euch das für Content und so. Aber es ist die fucking Wahrheit. How can I be homophobic? Ja. My bitch is gay. Nur ich bin ein wilder Hase. Das war wirklich sehr weird auf der Gamescom tatsächlich. Ich bin lang gestellt, auf einmal kam da so ein paar von den großen Streamern. Mit einer Milliarde Menschen denen hinterhergerannt und haben sie sich einfach gekloppt. Es war so, oh Gott, dass die auch nicht rausgeworfen wurden. Und das ist einfach cool, war sehr weird. Gamescom war cool. The Night. Auch The Night. Freddy wird einfach permanent The Night. Oh nein, Freddy, oh no. Oh no. No.
Oh, jetzt hat er den Knights. Jetzt reicht's, Alter. Fendys Fans alle einfach sehr mitfühlen und mitdenken. Die wollten Corona-Abstand halten. Die nur Hände berühren nicht gut. Umarmen, Küsschen geben, easy, aber Hände berühren. Noah, ich wollte dich mal fragen, wie du dich gerade fühlst, wo Argurin mehr LP hat als du. Wer hat mehr LP als ich? Argurin. Nö, hat er nicht. Hat er nicht? Nö. Hat er. Klar. Nö, was? Der ist Grandmaster Hardstock. Überprüf mal deine Fakten, wo immer du gerade sitzt. Reddy war sauer auf der Gamescom, kann das sein? Ja. Alles klar. Da war sehr wütend. Besonders, weil ich glaube, dass ich in jedem seinem Wolfgang Petri-Shirt. Oh. Wie sieht's aus? Kommt, kann ein Sack zumachen? Leute. Hat gegen Allen dann Gott verloren? Das ist böse gewesen, ey. Sehr, sehr gut gespielt. Also bin ich der beste Spieler Deutschlands. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ne? Moin, ich bin der Felix. Und ich wollte dich fragen, ob Blue oder Red Kane. Red. Ich persönlich habe immer lieber einen Red Kane im Team, weil oh, Blue Kane's ziemliche Pfeife. Argon rennt runter mit Blue Kane. Argon intet komplett auf Blue Kane. Was Blue Kane's ziemliche Pfeifen sind. Okay, richtig. Das nehme ich jetzt erstmal persönlich. Freddy war wütend. Mal gucken, was der junge Salzlord an Zorn in sich hatte. Ja. Da wird man sauer. Die beide gefickt. Ganz klar zu sehen hier in dem Clip. Kane ist voll schlimm. Wenn man Angst hat, mag die Videos von der Eminem-Musik reinmacht, dass ich Copyright-Strike werde. Ich hab das ja gerade im Livestream an, das ist nicht gut. Oh. Das ist ein schönes Geschenk für eine Kamel. Please. Plus 17. Das kann keinen Sinn ergeben. Er war doch gerade Westside. Wieso ist dann sein Next? Ach, das war ein anderes Game. Please. Okay, Plus 17. Plus 17. Bitte plus 17. Bitte, Jesus. Wenn du existierst, gib mir plus 17. It's tragic. Tragique. Haben wir noch den Tower, Digga? Ich sogar dann können wir das doch spielen. Bei Sola, lol. Oh, no. Du geiler Drache! Ja! Digga, du musst doch nur den Tower! Nur den Tower! Warum springt sie denn weg vom Tower? Ich krieg Herpes am Arsch schon wieder! Könntest du ein paar Stärken und Schwächen zu den LU-Membern sagen? Tolkien ist alt, Argoni ist alt, Freddy ist älter, Brücki ist am ältesten. Und ich bin dumm. Aber das ist sehr true, wir sind alle alt. Sehr alt. Habt ihr gesehen, wie ich leicht zusammengezuckt bin? Ja. Ich hatte Angst, dass ich alt bin. Ich hatte legit Angst, mich zu blamieren vor Twitch-Chat. Der Ruf des Krabs so nah für dich, der Bein schon in dem Sarge. Das Alter nagt schon an der Haut und auch am schönen Haare. Lololol, und deswegen bin ich 100 Jahre Freddy? Alt. 100 Jahre alt. Freddy? 100 Jahre alt. Weil ich fucking viel zu alt bin für fucking League of Legends. Und jetzt greifen wir ganz oben an. Der Titel gehört uns. Spring Split ist unser. Wir sind die Könige. Also. Vielleicht. Haut rein, Leute. Tschüss. Oh boy. Oh. Oh, ich bin noch on Stream, man sieht mich ja noch, what the fuck? Hey, Kutscher, mach die Augen auf. Ich komm nicht aus Diamond raus, ich will so gerne Master werden und nicht schon in Diamond sterben. Hey, Kutscher, mach die Augen auf. Ich komm nicht aus Diamond raus, ich will so gerne Master werden und nicht schon in Diamond sterben. Hey. Ja, da ist der Link zum Video zu Maki. Lasst ihm gerne ein Abo da. Dem Ersteller des Kanals, Rin. Maki Rin. Und fast 100 Kabus. Das wäre auf jeden Fall ein Banger. Da wäre auf jeden Fall wahrscheinlich die Freude groß geschrieben. Dabei ist Kani älter zu. Ja, Kani ist älter als ich tatsächlich. Kani ist ein alter Mann. Kani ist alt.